Hallo liebe Freunde und Zweifler der Smart Homes und automatisierten Haushaltsgeräte. All denjenigen, die sich der ersten Gruppe zugehörig fühlen, möchten wir mit dem folgenden Video eine Kauf- und Entscheidungshilfe geben. Allen anderen, die einer autonomen Hilfe bislang noch nichts abgewinnen konnten, möchten wir einen Zugang ermöglichen und die Vorteile gegen eventuelle Nachteile abwiegen. Saugroboter. Alle kennen sie, die meisten kennen wohl auch jemanden, der einen der flachen Haushilfen für sich arbeiten lässt, doch oft werden die Geräte noch belächelt. Was können sie wie gut? Wie viel Geld muss man in die Hand nehmen, um welche Leistung erwarten zu können? Und die vielleicht wichtigste Frage, muss ich womöglich nie wieder selbst saugen? Doch eins nach dem anderen. Wir haben 4 unterschiedliche Roboter von 4 Firmen im Gepäck, die wir euch gerne näher bringen wollen. Wir starten mit dem RoboVac 11S von Eufy, einer Tochterfirma des chinesischen Elektronikgiganten Anker. Hier steht ganz klar die Einfachheit im Vordergrund. Ladestation aufbauen, den Saugroboter einschalten und es geht direkt los. Eufy verzichtet hier vollständig auf eine Vernetzung. Keine App, keine Kartografierung, keine WLAN-Verbindung. Aktiv gesteuert und bedient werden kann er durch die mitgelieferte Fernbedienung. Interessant sind hingegen andere Daten. Mit einer Höhe von nur 7,2 cm gelangt er unter viele Möbel. Ein Staubbehälter, Fassungsvermögen von 600 ml sorgt für selteneres Entleeren und mit bloß 55 Dezibel ist er der leiseste Sauger aus unserem Vergleich. Während der RoboVac 11S eine 1300 Pascal starke Saugkraft zu Protokoll bringt, hat der RoboVac 11S Max einen noch stärkeren Motor an Bord, der sogar mit 2000 Pascal reinigt. Das ist aber auch der einzige Unterschied bei diesen beiden Modellen. Pro Akkuladung wird 100 Minuten am Stück gesaugt und gekehrt, bevor der Roboter selbstständig den Weg zur Ladestation aufnimmt und sich auflädt. Für nur etwa 200 Euro hat man hier ein hochqualitatives Einsteigermodell, das zu diesem Preis nahezu konkurrenzlos aufläuft. Natürlich können zu diesem Preis keine hochsensiblen Sensoren und Laserdistanztechnik verbaut werden, weshalb der 11S nach dem sogenannten Chaos-Prinzip, also zufällig durch den Raum navigiert. Allesbeste.de deklariert ihn sogar zum Preis-Leistungssieger. Wer also ein bisschen mehr Zeit mitbringt, sich nicht gleich in Unkosten stürzen will, denn das kann man durchaus, und wem es vielleicht sogar ganz recht ist, dass der Roboter nicht gleich den gesamten Grundriss eures Heims kartografiert und in seiner Cloud speichert, darf beherzt zugreifen. Für nicht einmal 100 Euro mehr darf man gerne einen Blick auf die nationale Konkurrenz von Xiaomi werfen. Der Mi Robot Vacuum steht sinnbildlich für die Marketingpolitik des aufstrebenden Technikkonzerns. Effektive Technik und eine gute Materialqualität werden geboten, die bei den höherpreisigen Mitbewerbern oftmals ohne Probleme mithalten kann. Abstriche, wenn man sie denn so nennen mag, muss man bei der Bedienungsanleitung als auch in der App machen, die nur in englischer und chinesischer Sprache verfasst sind. Doch mit welcher Akribie der Sauger für gerade mal 290 Euro zutage kommt, ist aller Ehren wert. Zunächst werden alle Ränder der Wohnung abgefahren. Simultan dazu fertigt der Mi-Robot jedes Mal aufs Neue einen Grundriss an. Das ist insofern praktisch, als dass man ohne Probleme Möbel umräumen kann, ohne dass man es seinem Sauger mitteilen muss. 1800 Pascal Saugkraft, 66 Dezibel Geräuschkulisse und ein 420 ml großer Staubbehälter weist der Roboter vor. Dazu 12 eingebaute Sensoren für Navigation, darunter ein 360-Grad-Laserdistanzmesser, ein Gyroskop und ein E-Kompass. Erstaunlich ist vor allem die Akkuleistung, die dem Mi-Robot eine Betriebslaufzeit von über 2 Stunden ermöglicht. Google Home und Amazon Alexa-Kompatibilität inklusive. Testberichte.de vergibt die Note 1,3. Was hier geboten wird, ist schon enorm. Nichts klappert, mit 3,8 Kilo fühlt sich der Sauger auch nicht zu leicht bzw. billig an. Diese Technik und zugleich diese Effizienz für unter 300 Euro sucht seinesgleichen. Wir sprechen in diesem Budget eine klare Kaufempfehlung aus. 2 zusätzliche Gimmicks hat der Ecovacs D-Bot Osmo 950 im Gepäck. Da wäre zum einen ein integrierter Wassertank für eine Wischfunktion, zum anderen gibt es aber auch die Möglichkeit, mehrere Grundrisse einzuspeichern, was für Hausbesitzer oder Mieter einer Maisonettewohnung mit mehreren Etagen äußerst praktisch ist. Sogar einzelne Räume können definiert und somit per Bedarf partiell gereinigt werden. Die App überzeugt durch eine große Benutzerfreundlichkeit, bei der man zum Beispiel No-Go-Areas auf dem heimischen Grundriss einzeichnen kann, auf denen nicht gesaugt werden soll. Die Sensoren erkennen automatisch, sobald ein Teppich befahren wird. Dann passiert zweierlei. Die Saugleistung wird selbstständig erhöht und der Wischmodus wird ebenfalls automatisch unterbrochen. Neben einem Staubbehälter von 430 ml und dem Wassertank von 240 ml Volumen passt noch ein Akku in das Gehäuse, welcher für rekordverdächtige 200 Minuten Saugzeit sorgt. Ein Manko, was für technikunaffine Menschen zu einem Problem werden könnte, ist, dass der D-Bot nur in einer 2,4 GHz WLAN-Verbindung funktioniert.
Das sollte man beim Kauf definitiv im Hinterkopf haben, falls man nicht sofort weiß, wo und wie man die Verbindung an seinem Router daheim umstellt. Dafür meistert er Tür- und Teppichschwellen bis zu 2 cm und hat noch ein großzügiges Ersatzteilpaket im Lieferumfang. Mit unter anderem Seitenbürsten, Einwegreinigungstücher sowie ein waschbares Mikrofasertuch. Das Magazin Connect deklariert den D-Bot Osmo 950 zum Testsieger in 2020 und bestückt ihn mit der Bestnote sehr gut. Für ungefähr 450 Euro scheint hier alles drin zu sein. Doch wie ihr bei eurer eigenen Recherche sicherlich schon gemerkt habt, gibt es dann noch die Preiskategorie, bei der ihr das Doppelte ausgeben könnt. Wie sich das bemerkbar macht, zeigen wir euch beim iRobot Roomba i7 Plus. Vor allem geht es hier um die Qualität und den hohen technischen Anspruch. Sensoren, die noch genauer kartografieren, hier V-Slam-Technologie genannt, eine bis ins Detail ausgearbeitete App, die sich smart nach Gewohnheiten der Besitzer richtet und ausgehend davon Zeitpläne erstellt, ja sogar spezielle Bereiche können über Sprachsteuerung direkt gereinigt werden, kurz nachdem sie verschmutzt worden sind. Schnell angelegte Schutzzonen, in denen nicht gesaugt werden soll, gehen leicht von der Hand. 2 Gummibürsten, die sich zueinander drehen und versprechen, vor allem Tierhaare, Schimmel und Sporen aufzusaugen, sind vor allem für Allergiker prädestiniert. Deutlich wird dies auch im Hinblick auf das Highlight des Roomba, die CleanBase, eine automatische Absaugstation. Nach jedem Reinigungsprozess fährt der Saugroboter zurück zur Ladestation und entlädt seinen Staubbehälter in einen der basisintegrierten Staubsaugerbeutel. Die Bewohner kommen also nie mit Staub, Schmutz oder Pollen aus dem Sauger in Berührung. Nur etwa alle 60 Tage muss der Beutel, den es allerdings nur bei iRobot selbst im Shop gibt und somit nicht kompatibel ist, ausgetauscht werden. Das ist nicht nur äußerst hygienisch, sondern vor allem enorm komfortabel. Die Akkulaufzeit ist mit 75 Minuten dafür unterdurchschnittlich. Rechtfertigt die Leistung den Preis von knapp 1000 Euro? Das kommt auf den Einzelnen an. Sieht man das Thema Saugroboter nach wie vor als Spielerei, gibt man den Betrag wohl eher nicht aus. Doch für Allergiker ist der Roomba i7 Plus schon ein Segen, für Leute, die es praktisch und effizient lieben, ebenfalls. Trifft beides zu, dann sollte man ganz klar zuschlagen. Denn unserer Meinung nach gibt es aktuell keinen Saugroboter auf dem Markt, der so automatisiert arbeitet. Kommen wir auf unsere Anfangsfrage zurück. Muss ich womöglich nie wieder selbst saugen? Die Antwort lautet, doch. Erstmal schon. Kleine Zwischenräume und vor allem Ecken sind noch unmögliche Hürden. Und auch die Funktion, mehrere Grundrisse abzuspeichern und aufzurufen, funktioniert zwar tadellos, ist allerdings idealisiert. Denn in der Praxis bedeutet das nämlich, dass man nach jedem Reinigungsvorgang einer Etage die Ladestation abbauen und im nächsten Stockwerk wieder aufbauen muss. Und klar, auch der Bot kann selbst noch keine Treppen steigen. Macht dies die Saugroboter zu einem überflüssigen und zwecklosen Statussymbol? Keinesfalls. Kombiniert mit einem für die Ecken kleinen Handstaubsauger, von denen ihr euch hier einen aussuchen könnt, habt ihr ab sofort eine blitzblanke Wohnung. Jeden Tag saugen werden wohl die wenigsten von euch. Es sei denn, ihr entscheidet euch nun zum Kauf. Und als weiteren positiven Nebeneffekt erzieht euch der Bot zu zusätzlicher Ordnung, da ihr ihm den Weg freiräumen müsst, Kabel aufwickelt und nichts mehr rumliegen lassen könnt, das der Roboter als Hindernis sieht. Die Sauger werden heutzutage zu Unrecht belächelt. Man spart eine Menge Zeit und hat eine saubere Bleibe. Mehr positive Merkmale braucht man hier nicht. Wir hoffen, wir konnten euch bei der Kaufentscheidung behilflich sein bzw. euch zu einem Umdenken bewegen und wünschen euch viel Spaß mit eurem neuen technischen Begleiter. Die Produkte findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Zum Nachlesen besucht unsere Website. Für andere Tools, Gadgets oder Produktvergleiche schaut einfach auf unserem Channel vorbei. Vielen Dank für eure Zeit, bleibt munter und gesund.